Recycling-Modul. Zack. So. Eine Batterie ist tatsächlich ein gutes Argument. Da können wir mal eine große bauen. Riesenbatterie. Dann gibt es hier ein Thermometer. Wie gewünscht für den Scanser. Oh, an den Scanser müssen wir auch noch Strom ranbauen. Also Strom im Sinne von Solarpanels. Sonst wird das bei dem nichts. Und Antennen. Vor allen Dingen Antennen für alles. Alles braucht eine Antenne. Davon brauchen wir tatsächlich nur eine. Auch nicht. So. Das ist reichlich doof. Können wir denn hier schön eine Antenne unterbringen? So müsste es okay sein. So müsste das okay sein. Jetzt nehmen wir mal die Antenne. Oh, nö. Ach, die Antenne kann ruhig so sein. So, die nehmen wir hier hin. Wenn die aufklappt, zeigt die nach da. Ah, das ist gefährlich. Hier unten ist sie, glaube ich, ein bisschen besser. Schwupp. So. Gut, dann haben wir das. Ich hoffe, dass die Solarzellen auch mehr Strom geben, wenn ich sie skaliere. Um Himmels Willen, es wäre fürchterlich, wenn es nicht so wäre. Hat ja mehr Fläche. Oh ja, das wird schon reichen mit den Solarzellen. Schauen wir mal. Das Ding verbraucht ja hoffentlich nicht besonders viel. Und die Antennen hier verbrauchen auch nicht ganz so viel, weil ist halt nicht Remote Tech. So, ich glaube, ich klone jetzt diesen Docking Port hier Kram einfach hier oben, damit ich das nicht alles nochmal machen muss. Zack. Und klatscht den einfach erstmal unten dran. Ich glaube, für eine erste... Achso, ja. Essen kommt gleich noch. Ich habe es nicht komplett vergessen, nur ein bisschen. Warum ist denn jetzt so weit weg? Komm mal ran hier. Meine Kamera ist total versetzt. Okay. Will er nicht. Essen. Zack, zack, zack. Wir brauchen auf jeden Fall Fertilizer. Echt, ist das 375? Nee. Wollte schon sagen. Wir brauchen Fertilizer, aber den können wir auch mal aus rein hygienischen Gründen direkt hier hinpacken. So. Das Essen kommt einfach hier dazwischen. So. Zack. Was brauchen diese Mondraumstation noch alles? Science Lab wollen wir auch noch haben. Eine Cupola. Optional. Eine Cupola kriegt ihr aber. Wenn ihr eine haben wollt, kriegt ihr eine Cupola. Und zwar zum Rausgucken hier. So. Kommt, wir geben denen zwei Cupolas. Einfach nur. Welche ist eigentlich schöner? Müsst ihr jetzt mal sagen. Welche findet ihr schöner? Die aufgesetzte oder die runde? Ich persönlich finde ja die runde ein bisschen schöner. Ehrlich gesagt. Aber ihr dürft mal mitentscheiden. Welche wollt ihr denn haben? Wir können zwei davon anbauen oder zwei davon anbauen. Wir werden sie nicht mixen. Bevor die Frage aufkommt, wir werden sie nicht mixen. Das sieht unästhetisch aus. Also rund oder eckig? Ja, ne? Okay, ich bin beruhigt, dass ihr das genauso seht. Dass hier die Runde einfach quint. Natürlich könnte man das auch so machen, ne? Wir könnten auch völlig übertreiben, was Cupolas angeht. Ist ja schließlich eine Mondstation.
Hier kann man überall rausgucken. So. Also, runde Cupola viermal. Das hat schon fast was Raumschiffmäßiges. Jetzt brauchen wir noch ein Science Lab. Yay, weil das ja auch nichts wiegt, zum Glück. Science Lab. Na, 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 Science Lab. Ich gebe dem Ding jetzt nochmal eine Chance. Zack. Ich lege es jetzt mal mit Absicht hier unten ab. So. Was wiegt denn das Ding jetzt mittlerweile? 30 Tonnen. Na gut, ist halt eine Raumstation, ne? Wir könnten natürlich auch Dinge später andocken. Ah, Mist, das hat einfach echt keinen Node an der Ecke oben. Okay, müssen wir bauen. Oder wir bauen es nach und nach an. Ich bin gerade echt am Überlegen. Was wiegt das hier? Ja, die 3 Tonnen machen es auch nicht mehr fett, ne? Oh. Ach, was soll's. Das kriegen wir schon irgendwie nach dem Mond geschossen. Kriegen wir schon irgendwie alles hin. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie kriegen wir es hin. Adapter. Wir brauchen einen Adapter und wir brauchen einen Stöpsel, mit dem wir das daran stöpseln. Dann brauchen wir einen anderen, den wir einmal größer machen. So. Zack. 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 So. Zack. Und. Was? Hä? So. Meine Güte. So viele Optionen zu drehen, immer die falsche. Construction. Construction Docking Ports. Viele, viele Construction Docking Ports. So. Ja, ich hab's schon kopiert, aber es wollte sich nicht attachen lassen. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die ganzen Vögel hier alle ein bisschen autostrutten, damit das nicht ganz so eine wackelige Angelegenheit wird. Wo will er denn jetzt plötzlich hin? So. Zack. Zack. Das hier autostrutten wir auch. Dann autostrutten wir hier nochmal. Dann wird hier einfach nochmal geautostruttet. Und hier auch. Nach oben aber, damit das hält. So. So, ich glaube, so ist es zumindest stabil. So. Dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt hier noch so ein paar Fächer füllen. Ich glaube, ich nehme einfach ein bisschen Science-Experimente mit. Irgendwas Langweiliges. Orbital-Teleskop geht, glaube ich, immer. Dann der alte Klassiker. Thermometer und ein Druckmesser. Und, weiß ich nicht, irgendwas. Hier kommt Magnetometer, weil es cool aussieht, wenn man es ausfährt. So, dann nehmen wir die Jungs hier nochmal mit. Nach unten irgendwo hin. Zack. Zack. Und jetzt machen wir da am besten, glaube ich, mal eine Was bietet sich an? Gear haben wir keins. Zack, Solarpanels, Solarpanels, damit ich nicht völlig wahnsinnig werde. Solarpanels und Solarpanels. Und ich glaube, last but not least, baue ich hier noch einen kleinen Command- und Control-Ring zwischen, damit sich das Ding stabil halten kann. Das Docking überlasse ich den Teilen, die dazukommen. Da ist hier nicht an die Leiter. Da ist doch gar nichts. Echt jetzt? Da muss man nicht so kleinlich sein. Das lässt sich hier nicht vermeiden. Ach doch, das lässt sich vermeiden. Wir können die einfach hier hinschieben. Ich sehe gerade, wir haben ja da noch eine Batterie dazwischen. So, dann ist die Leiter frei. Gut.
Raumstation und Ressourcenscanner in einem. Und jetzt müssen wir für das ganze Teil natürlich eine Rakete bauen, mit der wir das in einem Stück zum Mond rüber geschossen bekommen. Da gehen die Probleme dann nämlich schon los. Erstmal ganz nach oben damit. Ich hoffe, ich darf so große Raketen überhaupt schon starten. Das ist echt groß. 34 Tonnen. Puh. Gut, wir fangen gar nicht erst an mit kleinen Sachen, sondern wir nehmen uns direkt einen Adapter auf eine etwas angenehmere Größe. Und ich befürchte mal, wir werden ein bisschen mehr Fuel brauchen, um das zum Mond rüber zu fliegen und zu positionieren. Glaube aber, dass das hier wahrscheinlich, ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Also damit können wir einen Mondtransfer fliegen. Einbremsen wird schon wieder ein bisschen knapper. Gut, aber wir brauchen dann noch eine Transferstufe vorher, die das machen kann. Oh, warte mal, da mixt er gerade zwei Stufen durch, sonst wird es unübersichtlich. So. Hat er keinen Separator? Ach nee, der hat keinen Separator. Aber es ist gut. Dann können wir die hier auch mal kurz sperren noch, damit er da gar nicht erst auf dumme Ideen kommt. Gut, aber damit haben wir 1200 Delta V, um das rüber zu schieben. Wir könnten hier noch gucken, dass wir ein bisschen Mulch mitnehmen. Wie schlimm wird das? Ah, Mulch wiegt erfreulich wenig. Wir nehmen auch noch ein bisschen Fertilizer mit. Gut. Ha, so. Hallo Eidgenosse, willkommen. Ja, jetzt auch mit Facecam. Ich habe es ja lange genug versprochen. Und mit Bier. Vor allen Dingen auch mit Bier. Gut, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir eine etwas stärkere Rakete, um das Ganze in den Orbit und vielleicht darüber hinaus zu schieben. Achso, ich konnte es hier nicht weiter nach oben stopfen, ne? Mir geht langsam der Platz aus. Schöne große Rakete, aber da ist noch Platz nach oben. So. Ob wie das wohl so fliegt? Haben wir schon Fairings in der Größe? Haben wir noch gar keine Fairings? Doch, wir hätten Fairing. Oh nee, ne? Nachher mache ich das Fairing wieder auf und es geht alles kaputt. Lieber nicht. Lieber nicht. Wir fliegen das ohne Fairing. Fairings sind doof. So, mit dem Skipper sollten wir aber hoffentlich genug Druck drauf bekommen, um. Boah, 07. Damit kann man einen Orbit schon mal zu Ende fliegen. Hat 1300 Delta V. Okay, dann brauchen wir jetzt noch eine erste Stufe, mit der da richtig was passiert. Und dann war es das eigentlich. Also, ich glaube, so schlimm wird das alles nicht. So schlimm wird das alles nicht. Wir werden das auch erstmal, glaube ich, ohne Personal fliegen. Also jetzt zumindest den Kern. Das bringen wir später hin. Dafür ist mir die Rakete ein bisschen zu riskant gebaut. Machen wir es denn? Ich glaube, wir machen es einfach so. Mit einem Mainsail drunter. Das in der Atmosphäre dann natürlich noch nicht ganz ausreicht, aber gut genug für unsere Zwecke ist. Machen wir vier Außenantriebe noch mit ran, die wir ebenfalls mit dicken Tanks versorgen. Zack. Die kriegen dann einen schönen Aerodynamikadapter oben drauf. Und da machen wir noch mal vier Skipper zur Unterstützung mit ran. Und die fliegen dann zusammen los. Und dann haben wir 1, 2, 7. Da kommen gleich noch ein paar Booster ran. Und dann sind wir da ziemlich safe, was die Leistung angeht. So, und wir crossfeeden das von außen nach innen. Oder wir nicht crossfeeden, aber wir füttern das innere Triebwerk so lange wie es geht mit den Tanks von außen, um den initialen Schub zu holen. Ja, so eine Raumstation ist halt, ne? Kleckern und nicht klotzen. So, ich möge die Autos strutten und schützen. Das strutten wir am besten mal ganz nach oben durch. Das hier strutten wir in die Mitte, das klingt sinnvoll. Und das hier Autos strutten wir dahin. So. Nee, vielleicht doch zum Root Part durch.
So. Sehr schön. Dann brauchen wir natürlich ein paar Flossen, damit das hier fluppt, so wie ich mir das vorstelle. So. Und dann gibt es noch ein paar Booster außen ran. Einfach nur, weil Booster Spaß machen. Und ohne nur halb so witzig wäre. Wir dann auch ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen initial. So. Zack, hier ein paar Booster ran. Gut, ja, heute mal ein bisschen übertriebene Rakete. Ian, das habe ich gelesen. Das ist überhaupt nicht nett. Wenn er richtig fliegt, flippt das nicht. Nee, das flippt ja auch nicht, weil ich das überaus professionell machen werde. Bestimmt. Totally professionell. So, zack. Zack. So. Die müssen ausgeklinkt werden. Die müssen ausgeklinkt werden. Das muss an. Das muss an. So, dann haben wir 147. Das ist fast meine gewünschte 15. Oh, aber wir haben nur 5000 und ein bisschen Delta V. Das ist gar nicht so viel. Damit kommen wir natürlich nicht nach. Nach Mo oh, boah, mit perfekt geflogen kommen wir gerade so zum Mond rüber, aber das ist schon relativ knapp. Das ist noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Machen wir da machen wir am besten wahrscheinlich hier unten noch ein bisschen mehr Treibstoff rein, damit er fliegen tut. 5,3, okay. Boah, 5,3 ist sportlich, ne? Brauchen ungefähr 4. Wenn ich ganz toll fliege, 3,8, aber sagen wir mal einfach 4, um in den Orbit hochzukommen. Aber hilft wahrscheinlich tatsächlich nichts. Ein bisschen mit größeren Boostern arbeiten. Schade eigentlich. Ich wollte das gerne ein bisschen subtiler halten von den Boostern her, aber war wohl nicht. So. Hilft wohl nur El Monster Booster. Zack. Jetzt haben wir atmosphärisch exakt die 1,5. Okay. 5,6. Ah, gut. Ob das wohl reicht? Ob das wohl reichen wird. Schwierig, 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 schwierig. Das wird auf jeden Fall ziemlich laut beim Starten. So viel kann ich schon mal sagen. Wahrscheinlich bricht es einfach in der Mitte durch, aber das wird man dann sehen. Könnten hier auch noch mal ein bisschen Leistung rauskratzen. So. Autostraten. So, jetzt haben wir knapp über 6. Gut, ja. Mensch, schön. Nee, schön ist es nicht, aber es wird reichen müssen. So, ich check mal die ganzen Sachen hier durch. Also, Essen haben wir bei einer Crew von einer Person. Mal rein. Zack. 114 Tage Essen. Habitation 116. Okay. Das passt für mich. Damit kann ich arbeiten. Strom ist auch erstmal okay. Die Batterie hält eine Weile. Fallschirme brauchen wir nicht. Bleibt Staging übrig. Die Booster sind wahrscheinlich noch nicht gestruttet. Nö. So. Staging. Alles unten anmachen. Booster weg. Seitenteile weg. Nächste Stage Triebwerk starten. Nächste Stage Triebwerk starten.
irgendwann den Satelliten absetzen. Ja. Gut, so hoch können wir gerade nicht mehr scrollen. Gut. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich zugeben. Es ist schon wieder ausgeartet. Ich hätte vielleicht einfach ein bisschen modularer arbeiten sollen mit Raumstationskern. Gut. Also, sollte das hier explodieren, halbieren wir den Kern, glaube ich, und bauen das dann modular an. Unser kleines Schiffchen hat jetzt eine Höhe von knapp 63 Metern und wiegt 482 Tonnen. Ja. Genau, hat die Aerodynamik von einem Blauwal. Und ich achte jetzt mal ganz explizit darauf, dass da echt keiner drin sitzt. Ne, alles gut. Dann brauchen wir noch irgendeine Antenne, mit der wir erstmal fliegen können, glaube ich. Die packen wir mal, weiß ich nicht, irgendwo ans Hauptteil mit ran. Die wollen wir schon länger dran behalten. Gut, dann würde ich sagen, starten wir den Knaller mal. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wahrscheinlich bricht es schon direkt auf dem Launchpad einfach in der Mitte durch. Strategie für Massive Scale Launches ist auf Level 2. Ich glaube, mehr geht noch nicht. Kann gleich nochmal gucken. Ist wahrscheinlich eh nachts, oder? Nee, sogar tagsüber. Keine Passagiere, um Himmels Willen keine Passagiere. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Guti, dann machen wir mal einen echten Massive Scale Launch, wa? Ich nehme noch Wetten entgegen, ob es durchbricht oder nicht. Naja, wir werden es rausfinden, ne? Mal gucken, ob das Launchpad überlebt, was ich hier gerade tue. Ich weiß nicht, wie nah ich ran kann, ohne euch die Ohren rauszublasen. Ich probiere es jetzt einfach mal so. 3, 2, 1 und los. Möge das Leck stark in uns sein. Es hat einfach Zündung übersprungen. Okay, es fliegt. Fangen wir mit den guten Sachen an. Es fliegt. Rakete. Leckrakete. Der Schatten ist wahrscheinlich größer als die Fab. Ja. Probier schon mal so ein bisschen zu lenken. Ah ja, es kippt nicht direkt. Das ist schon mal... Fangen wir bei den guten Sachen an. So. Auf jeden Fall kann sich keiner beschweren, dass diese Rakete nicht kopflastig genug wäre. Da ist vorne auf jeden Fall genug Gewicht dran. Ich versuche jetzt mal nicht allzu viel Luftwiderstand zu erzeugen. Also nicht allzu schnell zu fliegen erstmal für den Anfang. Zumindest bis die Booster ausgebrannt sind. Die Saturn 5 war ein bisschen höher, aber du musst bedenken, dass alles in KSP im 1 zu 10 Maßstab um und bei stattfindet. Von daher ist 70 Meter schon echt groß. Oder ich glaube, es war 1 zu 10 irgendwie so in den Dreh. Okay, Vollschub und Booster-Sap. Oh Gott, sie sind nicht gegengeknallt. Das ist erster Herzinfarkt überstanden. So, jetzt probieren wir mal sowas ähnliches wie ein Gravity Turn. Okay, vielleicht machen wir auch einfach mal Kamerafokus auf hier vorne. Dann kann man das ein bisschen schöner sehen, was passiert. So, wir fliegen zurzeit mit einer 1,46er Thrust-Weight-Ratio. Langsam steigend. Das ist also gar nicht so schlecht. Wir können schön Druck vorwärts bringen. Während wir das Teil... vielleicht gehe ich ein bisschen tiefer mit der Kamera. So, ich glaube, so ist schön. Wenn wir das Teil langsam rumzwingen... ich mache das schon nicht kaputt. Der kritische Punkt ist auch noch nicht da. Also wir sind noch nicht so schnell, dass wir Max Dynamic Pressure haben. Da kommt noch ein bisschen was. Aber ich muss jetzt langsam mal diesen Gravity Turn in den Griff bekommen, weil wir sonst... zu viel Fuel verbrennen. Und ihr merkt ja, ich mache es gerade sehr, sehr vorsichtig mit dem Gravity Turn, damit mir das Ding eben nicht irgendwie auseinanderfletscht. Okay, ich glaube, das sieht insgesamt alles gar nicht so schlecht aus.
hier ist gleich Feierabend mit den Triebwerken. Dann hoffen wir mal, dass das gut klappt. Das wäre jetzt so der nächste kritische Punkt, sage ich mal. An dem es schief gehen könnte. Okay, aber wir sind ganz gut unterwegs. Jetzt hoffen wir, dass ich hier sauber rauskomme. Jawohl, das sieht auch gut aus. Also, unsere Zusatzbooster sind raus. Wir haben immer noch eine Trust-Value-Ratio von größer 1. Puh. Also bis jetzt alles ganz entspannt insgesamt. So, ich nehme ein bisschen Schub raus, damit wir uns jetzt mal ein bisschen langsamer hochschleichen. Wir haben noch Zeit. Ja. Hätte alles schlimmer sein können, würde ich sagen. In diesem Sinne erstmal kurzer Schluck Bier. So, und jetzt können wir uns mal gleich die Antenne suchen, wo auch immer ich sie wieder hingespielt habe. Da. Na, ein bisschen noch. Ich mache sie auf, sobald wir auf 70 Kilometer sind. Sicher ist sicher. Gut. Gut, gut, gut. Strom beziehen wir momentan noch aus dem Triebwerk. Da müssen wir noch nichts machen. Und jetzt sind wir fast auf dem Horizont ausgerichtet. Jetzt gebe ich ihm mal ein bisschen Zucker hier. Damit wir einen Orbit aufbauen. Und unsere Geschwindigkeit reinbekommen. Wir haben noch ein bisschen was zu machen. Das kriegen wir nicht ganz aus dieser Stufe raus. Und die nächste Stufe hat nicht ganz so viel Delta V. Nicht ganz so eine hohe Trust-Weight-Ratio. Aber es müsste mit dem Puffer, den wir hier aufbauen können, eigentlich reichen. Dass wir da rumkommen. Ja, und dann haben wir unsere Transferstufe, ne? Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Gut, noch haben wir keinen Orbit, also gibt es auch noch keinen Massive Scale Launch zu haben. Aber ich glaube, wir sind im ganz guten Bereich unterwegs. So, jetzt können wir uns wieder auf Prograde einrasten. Wir haben noch ein paar hundert Meter pro Sekunde zu machen. Die machen wir jetzt mit dem Triebwerk. Wir haben fast eine Trust Weight Ratio von 1. Also alles relativ gut gelaufen für so eine Raumstationsmonsternummer. Es hätte deutlich mehr schief gehen können. So, bei ungefähr 2200 Meter müssten wir den Orbit erreichen. Das heißt, da fehlt jetzt auch nicht mehr so viel. Gut. Könnte doch alles viel schlimmer sein. Brauchen wir mal Bremse drücken? Für all die feinen Solarpanels. Ich hoffe, ich habe alle drin. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber wir haben ja nichts zu tun, ne? Wir warten ja nur auf Orbit. So. Ja, Mensch, so eine kleine Mondraumstation, die tatsächlich nicht so klein ist. Da geht schon ein bisschen was. Das ist auf jeden Fall ein schöner Start. Jetzt müssten wir auch gleich den Orbit erreichen. Dann haben wir noch etwas über 2000 Delta V übrig. Damit sollten wir eigentlich auch locker den Transfer zum Mond rüber schaffen und das einbremsen. Also eigentlich kann ab hier nicht mehr so viel schief gehen, außer ich habe irgendwas überhaupt nicht bedacht. Schwupp. Und fast sowas wie ein Orbit. Machen wir ganz kurz aus, damit wir die Apoapsis nicht ganz so hoch zerren. So. Ja, aber man kann das alles schon starten. Man muss halt ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also der wichtige Punkt, auf den ihr halt immer achten müsst, ist, dass ihr vorne im Kopfbereich der Rakete genug Gewicht habt.
den könnt ihr entgegenwirken mit Drag. Also diese Glücksflossen sind halt nicht nur Glücksflossen. Es hat auch was damit zu tun, dass einfach dadurch Drag am hinteren Teil der Rakete entsteht, was den Hintern halt hinten hält, da wo er hingehört. Und dann halt nicht, also gucken, dass ihr alles struttet, was irgendwie ziemlich länglich ist. Bam, plus 100.000. Alles strutten, was irgendwie wackelig aussieht. Und dann sinnig in diesen Gravity Turn reingehen. Halt am besten direkt nach dem Start schon mal ein paar Grad aufnehmen, dass ihr da nicht mittendrin dann kippt und halt nicht zu schnell kippen, dass ihr nicht irgendwie in die Strömung der Luft reingeratet. Und vielen Dank für deine Spende, Michael. Ich muss öfter große Raketen starten. Das scheint gut anzukommen. So, wir planen uns mal ein Manöver für den Mondanflug.